Hallo und herzlich willkommen hier bei smart24.net mit einer weiteren Produktvorstellung für euch. Heute habe ich hier den Smog Usup Set im Kompletten mit dem Mini Power Beast TF8 oder TF8 Beast. Wir schauen gerade mal im Detail drüber. So, schauen wir uns mal hier das Smog Usup 80 TC Plus Kit an, was hier drin ist. Smog-typische Verpackung, diese Schatulle hier wieder. Die tun wir jetzt gerade auf Seite. Dann empfängt uns hier sofort der Akkuträger an sich. Da kommen wir gleich drauf. Was ist noch im Paket enthalten? Natürlich Bedienungsanleitungen dürfen nicht fehlen. Ja, einmal das und die Garantiekarte natürlich. Echter Zertifikat und hier in der Box natürlich noch jede Menge enthalten. USB-Ladekabel natürlich und auch für Updates. Dann haben wir hier noch einen ganzen Satz Dichtungen. Wir haben ein Ersatzglas für den Verdampfer. Ja, ist auch schon mal eine feine gelungene Geschichte. Dann haben wir hier noch weiterhin einen Coil mit drin, einen Ersatzcoil und den Verdampfer an sich. Das ist der Mini Beast. Den hole ich jetzt gerade mal raus, weil den gucken wir uns jetzt gleich auch direkt mal an. Das ist also jetzt hier der Mini Beast Verdampfer von Smog. Ganz neu, aktuell jetzt hier verbaut mit einem 0,4 Ohm-Komm, der bis 80 Watt kann, dieser Coil. Unterseite designt bei Smog, Seriennummer natürlich, die Airflow lässt sich hier auch einwandfrei einstellen, wirklich super gelöst. Hier oben ein konisches Drip-Tip, was man öffnen kann, also man zieht es quasi ab und dann hat man hier direkt das Top-Filling-System des Verdampfers. Auch eine gelungene Geschichte. Wie gesagt, die ganzen Detailinformationen seht ihr unten in der Videobeschreibung. Da findet also seht ihr auch die ganze Übersicht der technischen Daten. Das einfach wieder hier so ein bisschen feste draufdrücken, reindrehen, fertig und dann ist das Ganze schon passiert. Um den Verdampfer zu tauschen, einfach hier oben den Kamin abnehmen. Dann seht ihr, hier könnt ihr das Glas tauschen und er kommt hier auch direkt an den Coil dran, der hier eingebaut ist. Die Coils neuen von diesem Gerät hier sind etwas konisch nach oben zugehend, aber es sind also Mörder-Coils mit sehr viel Watte, wo man wirklich auch richtig mit feuern kann. Es sind also separate Coils, aber die findet ihr alle auch im Sortiment bei uns. Also gibt es ja verschiedene Coils mittlerweile. Und dann einfach hier das Ganze wieder reindrehen, das Glas oben drauf, die Dichtungsringe am besten mit einem bisschen Liquid befeucht am Anfang. Dann läuft das alles etwas leichtgängiger. So, das ganze Gerät wieder zudrehen und das legen wir jetzt mal gerade kurz auf Seite und kommen jetzt mal zum Akkuträger an sich oder mehr so zur Box. Ja, da haben wir die Übersicht. Usup TC 80 Watt auf der Seite, dann rundherum nichts. Dann haben wir hier einmal das Smog-Logo, hier Plus-Minus-Tasten, ein Display und hier den USB-Port und da seht ihr das auch schon. Da steht es einmal zum Aufladen und natürlich auch für Updates, die von Smog kommen. 510er Anschluss gefedert, natürlich auf der Seite und die ganze Leiste hier ist der Feuertaster. Hier unten könnt ihr nicht drücken, das ist also hier oben im Bereich des Display. So haltet ihr das Gerät ja auch, also hier oben ist dann halt der Taster. Fünfmaliges Klicken schaltet das Gerät dann auch ein. Dann seht ihr hier jetzt Smog, also TC, Welcome. Also wirklich die Einstellungsmöglichkeiten sind vielfältig hier. Ihr seht jetzt hier einfach mit verschiedenen Möglichkeiten, dass ihr euer Gerät einstellen könnt. Dann haben wir einfach mit dreimal Klick, 1, 2, 3, kommt ihr ins Standardsystem. Das heißt, das ist der Bereich, was möchte ich dampfen. Dann seht ihr hier einfach den Mode Watt oder Temp. Drücken wir jetzt hier auf Temp, können wir noch auswählen, möchte man normal, Soft, das geht bis zu Hart oder Maximal, kann man einstellen, wir sagen jetzt mal Hart. Den Coil-Typ auswählen, auch einfach, Nickel, Titan, Edelstahl, ja, also ist wirklich alles drin und schon ist das Gerät eingestellt. Dreimaliges Klicken, um wieder ins Menü zu kommen. Dann können wir rübergehen. Jetzt bin ich falsch rumgegangen, müsst ihr entschuldigen. So, da sind wir hin. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir jetzt hier already fünfmal, habe ich jetzt quasi gedrückt, also Puff sind das. 1, 2, 3, um wieder ins Menü zu kommen. Gehen wir weiter durch. Hier könnt ihr dann noch eure Ohmwert festsetzen, wenn ihr damit TC dampft. Auch eine interessante Geschichte. 1, 2, 3, wieder ins Menü rein. Gehen wir nochmal hier ein Schrittchen weiter. Hier ist dann nochmal die Übersicht des Nickel oder je nachdem, was ihr einstellen wollt. Da könnt ihr euren Wert einstellen. Die Beschreibung packe ich aber unten mit rein. 1, 2, 3, um wieder ins Menü zu kommen. Dann gehen wir direkt mal einen Schritt weiter. Dann haben wir natürlich hier noch den Bereich der Grundeinstellung des Gerätes. Das heißt, die Lichteinstellungen. Also es gibt hier wirklich eine Vielfalt von Einstellungen. Das heißt, wir können das Drehen vermeiden und. Also wirklich vieles. Das ist wirklich bei Smog wirklich wahnsinnig. Also ihr habt es gesehen, fünfmal Klick, ich war was schneller, ist natürlich dann locked. Also nochmal fünfmal Klick, Power Unlock. 1, 2, 3, wieder ins Menü reinzukommen. Dann gehen wir hier mal weiter durch. Nach den Einstellungen habt ihr hier dann den Bereich für das Gerät auszuschalten. Einfach Power Off und die Smog schaltet sich aus. Wirklich sehr viel an Möglichkeiten.
und wirklich im TC-Bereich auch, wir können wirklich alles nutzen, das heißt wirklich Vollgas damit dampfen, die verschiedenen Einstellungen, die es gibt. Ich schraube jetzt mal gerade den Verdampfer oben drauf, dass wir hier eine komplette Übersicht haben, wie das Gerät an sich aussieht. So, das ist auch wieder eine schöne, stimmige Kombination, Verdampfer mit der Box, wirklich eine gelungene Sache. Wie gesagt, ihr haltet das Gerät ja meistens so und habt dann hier oben halt den Feuertaster. Aber ansonsten wirklich eine stimmige Kombination hier von Smog. Sehr schön aufgearbeitet, wirklich ein klasse Gerät. Ja, wie ihr sehen konntet, wir haben jetzt hier wieder ein komplettes Set, was jetzt wirklich aus dem Ozob-Kit besteht mit 80 Watt Temp-Control-Modus, dem Beast Mini natürlich. Wir haben Coils dabei, Ersatzteile dabei, also wirklich alles, was wieder da reinpasst. Und optisch macht das Gerät auf jeden Fall was her. Wieder ein tolles Gerät von Smog. Ich freue mich, dass ich euch das vorstellen konnte und sage einfach vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!